Die schwangere Healthy Mandy durfte endlich das Krankenhaus verlassen. Zunächst wurde sie wegen Bakterien auf dem Gebärmutterhals und damit einhergehenden Wehen behandelt. Dann reagierte sie allergisch auf eine verabreichte Medizin. Nun war sie gerade zu Hause angekommen, da gab es wieder Komplikationen. Ihr Antibiotikum wurde umgestellt und nur kurz nach der Einnahme am Morgen ging es der Influencerin schlagartig schlecht. Zu einer Instagram-Story schrieb sie: Hab eine halbe Stunde nach dem Antibiotikum Kreislaufprobleme, Hitzewallungen bekommen und hab mich so doll übergeben wie noch nie. Es lag anscheinend nicht daran, dass sie das Medikament auf leerem Magen einnahm, sondern könnte sich um eine Kreuzallergie mit Penicillin handeln, wie Mandy und Oscar via Google herausgefunden haben. Nach einem erneuten Besuch im Krankenhaus, dann aber die Entwarnung, Mandy muss nicht vor Ort bleiben, sondern bekam ein anderes Antibiotikum, das sie zu Hause einnehmen kann. Da hat die YouTuberin ja nochmal Glück gehabt.